Seit Jahrhunderten ziehen sie durch Rajasthan, die Reika und ihre Kamele. Gott Shiva selbst soll den ersten Reika geschaffen haben, nur um Kamele zu hüten. So erzählt es die alte Mythologie. Doch die Zeiten ändern sich. Von und mit Kamelen zu leben, wird immer schwerer. Längst haben motorisierte Fahrzeuge die Wüstenschiffe als Lastenträger abgelöst und den Marktwert der Tiere gemindert. In den letzten 3 Jahrzehnten sind die Kamelbestände in Rajasthan enorm geschrumpft. Auch Banwalal Raikas Herde ist kleiner geworden. Sein Vater hatte noch doppelt so viele Kamele wie er. Unsere Traditionen wurden über viele Generationen weitergegeben. Wir fühlen uns stark an sie gebunden. Aber wie können wir sie erhalten, wenn wir kein Einkommen erzielen und die jungen Leute zum Geldverdienen in die Stadt müssen? Meine Kinder gehen in die Schule. Das kostet mich jeden Monat eine Menge Geld. Wenn wir mit unseren Kamelen nichts mehr verdienen, wie können wir überleben? Neue Einkommensquellen erschließen, dabei hilft ihm die Organisation von Ilse Köhler-Rolfsson. Die Tierärztin und Ethnologin will die nomadische Kamelzucht erhalten. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Mitstreiter Hanwand Singh Rathore. Was die wenigsten wissen, Kamelzucht schützt auch die Umwelt. Die Kamelbeweidung ist wichtig für den Erhalt der Bäume in vieler Beziehung. Viele Bäume können also nur germinieren, sprossen, wenn sie vorher durch den Magen eines Wiederkäuers gegangen sind. Es gehört alles zusammen. Die Menschen, das Kamel, das Biotop hier und die Möglichkeit, hochwertige Nahrungsmittel zu erzeugen. Kamele sind die einzigen Tiere, die indische Kugeldisteln fressen. Die stacheligen Pflanzen machen Bauern die Arbeit schwer. Ohne Kamele würden die Disteln noch üppiger sprießen. Kamele rupfen nur wenige Blätter und Zweige ab, dann ziehen sie weiter und fördern so das Wachstum der Pflanzen. 10 Kilometer laufen sie am Tag, sie brauchen große Weideflächen. Doch die sind knapp geworden. Das macht den Kamelnomaden die Arbeit schwer. Wozu das führen kann, sehen wir in diesem Dorf. Hanwand Singh Rathore kennt die Hirten hier seit fast 30 Jahren. Damals war Anji Kidani ein wohlhabender Ort. Die Bewohner besaßen rund 3000 Kamele. Mittlerweile sind hier viele auf Büffel umgestiegen. Die bringen mehr Geld. Es sieht sehr schlecht aus für die Kamele. Die jungen Leute wollen keine mehr. Gut möglich, dass sie in 5 Jahren hier keine mehr zu sehen kriegen. Weder auf der Straße noch sonst wo. Niemand will sie haben. Mit den Kamelen droht auch die Kultur der Reika zu verschwinden. Und ihr Wissen über eine natürliche Tierhaltung. Einmal im Jahr werden die männlichen Kälber auf großen Kamelmärkten verkauft. Jahrhundertelang das wichtigste Einkommen der Reika. Weibliche Tiere behalten sie für die Zucht. Die Milch wird mit den Kälbern geteilt. Ein kostbares Nahrungsmittel für die Hirten und ihre Familien. Die Tradition der Reika sagt, Kamelmilch zu verkaufen ist so, als würdest du deine Kinder verkaufen. Doch die Zeiten ändern sich. Mit diesem Tabu hat Banwalal Raika gebrochen. Jeden Morgen bringt er Kamelmilch zur Molkerei, die von der Organisation vor 3 Jahren gegründet wurde. Ich war schon nahe dran, aufzugeben. Meine Kamele hatte ich bereits verkauft. Doch dann hat die Organisation angefangen, Kamelmilch zu kaufen. Da habe ich meine Kamele zurückgeholt. Von der Milch kann ich mit meiner Familie ganz gut leben. Aber wenn die Organisation morgen keine Milch mehr nimmt, dann muss ich meine Kamele verkaufen und aufhören. Im letzten Jahr hat er seine Herde sogar vergrößert, um die Milchproduktion zu verdoppeln. Auch Tolaram Raika eröffnet die Molkerei eine große Chance. Als Jugendlicher wurde er in die Stadt geschickt zum Geldverdienen.
15 Jahre hat hier in Restaurants, Hotels und Teestuben geschuftet. Dort muss ich sehr lange arbeiten und für weniger Geld als hier. Seit 2 Monaten bin ich in der Molkerei. Mit Milch umzugehen ist mir vertraut. Ich bin sehr froh hier und ich hoffe, dass es mit der Molkerei auch weiterhin gut läuft. Diese Milch enthält viele gesunde Stoffe, denn die Kamele fressen 36 Pflanzen, die auch in der Medizin verwendet werden. Das macht diese Kamelmilch einzigartig. Die Milch bewerben sie als hochwertiges Naturprodukt. Doch sie verkaufen noch nicht genug. Sie brauchen mehr Abnehmer. Bisher ist die Molkerei nur zu knapp einem Drittel ausgelastet. Im Augenblick beliefern uns nur ungefähr 6 Familien. Aber das Interesse ist riesengroß. Wir kriegen jeden Tag also wirklich viele Anrufe von Reika, wann kauft ihr endlich unsere Milch? Und daher brennt uns das alles auf den Nägeln sozusagen, weil wir genau wissen, solange die Reika, also die Reika, die Einkommen haben vom Verkauf der Milch, die behalten ihre Kamele. Aus überschüssiger Milch wird Seife. Die lässt sich schon gut verkaufen. Ein kleiner Schritt, den Reika ein stabiles Einkommen zu sichern. Mit viel Energie und Kreativität haben sie auch neue Produkte entwickelt. Zum Beispiel aus Wolle und sogar Papier aus Kameldung. Was fehlt, ist der Zugang zu einem wachsenden Kundenstamm. Manchmal kommen Touristen, um Kamelmilch zu kosten. Eine gute Gelegenheit, für die naturnahe Kamelhaltung der Reika zu werben. Auch auf der globalen Ebene bei der Welternährungsbehörde ist jetzt anerkannt worden, wie wichtig die nomadische Tierhaltung ist. Also es geht in die richtige Richtung. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt schnell genug sind. Um die Kamele zu bewahren, muss sich ihre Haltung rechnen. Dann wird sie auch für die Jugend wieder interessant. 1 Million Kamele gab es in Rajasthan vor 30 Jahren. Heute ist es nur noch ein Fünftel. Fast alle Hirten sind alt. Viele werden ihre Herden bald aufgeben müssen.